Hi Leute und willkommen zu diesem kleinen Unboxing-Video. Heute wieder mit Dietlind. Hallo. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache keine Real-Box-Unboxings mehr, beziehungsweise ich habe die abgestellt. Das ist heute allerdings was anderes. Und zwar hat die Carina Vegan Life, vielleicht einige von euch kennen die aus von ihrem YouTube-Kanal, hat eine Box ins Leben gerufen, und zwar die Love Beauty Box. Wahre Schönheit, braucht kein Tierleid. Die Links dazu findet ihr auch unter dem Video wieder. Und ja, die Box kostet 20 Euro und wie bei der Vegan Box auch, kriegt ihr die quasi jeden Monat zugesendet mit ja, Zufalls- oder Überraschungs-Make-up-Kram. Weil ich davon keine Ahnung habe, habe ich mir Dietlin heute hergeholt. Die auch nicht viel mehr Ahnung hat, aber wir schauen mal. Aber schon mal eine Frau ist. Oh, das war chauvinistisch, Entschuldigung. Tut mir leid. Okay, ja. Kurz, hast du gesagt, ist die auch bio oder nur vegan? Achso, die bio ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Also vielleicht werden wir auf den Produkten sehen. Sehen wir. Ja. Ob die bio ist oder nicht, steht jedenfalls nicht drauf. Und habe ich auf der Seite jetzt auch nicht gesehen. Egal. Auspacken. Du bist dran. Ich darf, na Mensch. Hier unten ist irgendwie was, ich mach mal. Ach, guck mal, diesmal mit rotem Osterstroh. Mhm. Das kennen wir noch aus der Videobox. Und ein Brief. Ja, achso, ich soll diesmal vorlesen. Hallo, schön, dass du die Love Beauty Box für den Monat Februar vorstellen wirst. Achso, ja, gerne. Ich wünsche dir viel Freude mit den Produkten. Für die zweite Love Beauty habe ich mir eine ganz andere Auswahl an Produkten ausgesucht. Ich hoffe, euch gefällt die Mischung aus deutschen als auch internationalen Firmen. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, damit wir zusammen noch besser werden können. Liebe Grüße, Carina. Ja, ja, die ist vom Februar jetzt, also wenn ihr die vom März noch kriegen wollt, ich glaube, das wird knapp. Ich weiß nicht, wie schnell man die vorbestellen muss. Du weißt nicht, wo wir gerade sind im Kalender. Relativ spät sind, so, es ist Ende Februar jetzt, ne? Und na jetzt. Ja. Na dann. Hol mal das Stroh raus. Ich schaue, du guckst. Ach ja, sehr schön. Ist nicht nur für mich. Ah, ja, hab ich schon gesehen. Und es ist bio. Doch bio, aber nicht alles. Gleitgel von Ritex. Vegan bio und tierversuchsfrei. Passend zum Valentinstag habe ich euch das Ritex Bio Gleitgel leider zu spät ausgepackt. Eingepackt. Es ist pflegend für zarte Haut und natürlich 100% vegan und tierversuchsfrei. Es ist frei von Duft und Farbstoffen. PEG, weiß ich gar nicht, was das ist, Parabenen und anderen Konservierungsstoffen. Ritex Bio Gleitgel wird aus natürlichen Rohstoffen, die auch in der Naturkosmetik verwendet werden, in Deutschland hergestellt. Es ist kondomverträglich. Weitere Informationen findet ihr unter www.ritex.de. Ja. Ja. Können wir jetzt, testen wir das jetzt? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß nicht. Dann riechen wenigstens. Ist das denn... Ach. Egal. Okay. Bitte? Nö. Wird schon gut sein. Wird schon gut sein. Wir probieren es aus und dann... melden wir uns wieder. Laden wir es als Video hoch. Das kennen wir. Ja. Da können wir auf jeden Fall was zu sagen. Die Hydrophil Zahnbürste. Originalgröße... 93. Achso, das andere hat 5,95 gekostet, das ist jetzt 3,90 für eine Zahnbürste. Das ist die absolut plastikfreie Zahnbürste. Genau. Die nachhaltige Zahnbürste von Hydrophil wurde wasserneutral, vegan und aus dem nachhaltigen Rohstoff Bambus mit BPA-freien Borsten hergestellt und produziert. Das Tolle an der Zahnbürste ist, dass sie im Gegensatz zu anderen Zahnbürsten 100% biologisch abbaubar ist. Weitere Informationen findet ihr unter Hydrophil Bits. Ja, prima. Noch eine mehr. Wir haben schon eine ganze Großpackung gekauft. Ist toll, wenn man wirklich mal auf Plastik verzichten möchte. Ja, und die Borsten... Aufpassen, nicht zu doll drücken. Sonst habt ihr 3 Tage was davon. Also meine hat länger gehalten. Meine hält 3 Monate und meine hält 3 Tage. Jetzt versteht man, dass wir das irgendwie in die Zähne putzen. Nein, Quatsch. Und die Borsten, anscheinend ist hier nicht drin, so wie ich mich erinnere, sind die aus Nylon.
Also keine Schweineborsten, falls ihr das dachtet. Nein. Genau. Gab's ja auch mal. Habe ich glaube ich auch mal irgendwo gesehen mit Schweineborsten, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwas. Hm? Ja. Auf jeden Fall sehr gut, also seit ich die habe. Ich glaube, ich habe die jetzt ein halbes Jahr oder so. Oder weniger, weiß ich nicht. Aber bin ich sehr, sehr zufrieden mit auch. Und es gibt auch Kinderzahnbürsten. Also für Milan haben wir auch eine, die ist noch ein kleines bisschen groß für ihn, aber es geht schon irgendwie. Funktioniert. Funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ja, schön, ne? Auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, genau. Und wo kriegt man die? Die kriegt man bei Hydrophil Bits oder. Kann man bestellen, ne? Bestellen auf jeden Fall. Also man kann irgendwie Großpackungen nehmen, die ist dann noch ein bisschen günstiger und dann kann man noch so ein komisches Abo nehmen, was ich sehr seltsam fand, wo man dann alle 2 Monate oder so eine Zahnbürste zugesendet bekommt und sozusagen eine gratis kriegt, aber das, dann kriege ich andauernd Post und noch mehr. Muss andauernd neue Zahnbürsten benutzen? Das nicht, die benutze ich ja eh, aber da wird andauernd was verschickt, das muss ja nicht, das kann man ja in ein Paket einmachen. Aber es kommt auch plastikfrei, auch das Paket. Ah, doch so, ne? Nur Papier. Das war halt nur so ein Brief, so ein Päckchen. Ah, Dings. Genau. Da war gar nichts weiter drin. Da waren halt die kleinen Boxen drin verteilt und gut. Ja, sehr schön. Gut. Oh, hält nicht. So. Jetzt haben wir was Kleines hier noch. Eine Streichholzschachtel. Nein. Take the Biscuit? Lili Lolo. Das ist Lidschatten. Lidschatten. Muss ich jetzt mal gucken. Ja. Lili Lolo Lidschatten. Gehört, ich benutze ja nur auch Originalgröße 79. Ist das jetzt die Originalgröße oder ist das jetzt ein. Der gepresste. Der gepresste steht hier nicht. Ach so, die Originalgröße. Also ist wahrscheinlich die Originalgröße und kostet 10 Euro, 10 Euro. Also fast 10 Euro. Der gepresste Lidschatten von Lili Lolo ist stark pigmentiert. Er ist reich an Jojobaöl, welches sanft zu deiner Haut ist. Take the Biscuit ist ein perfekter Alltagston, der aber zu jedem anderen Anlass gut kombiniert werden kann. Weitere Informationen findet ihr unter www.lililolo.co.uk. Deswegen Take the Biscuit. Warum? Schokoladenkeks. Achso. Ja. Also kann man sich anmalen wie ein Schokoladenkeks. Ich finde es ja immer schöner, wenn man mehr. Zur Fassung zum Beispiel. Kann ich auch gleich anmalen damit. Oh, nein. Du kannst es auch wegschmeißen. Ja. Moment, wir machen den Test. Nein, geh weg. Dann schön, muss man testen, ne? Das ist hier nicht Schmink My Boyfriend. Komm, ein bisschen. Verstanden, gibt es da noch mehr? Was nicht? Das ist nur. Steht jetzt nicht da. Der perfekte Alltagston. Ja, das wäre natürlich noch cool, das war bei den anderen noch dabei. Hier ist glaube ich nicht. Liebe Carina, wenn einfach noch, wenn du sowas rankriegst, so Werbezettel drin liegen. Also bei den anderen stand dann bisschen halt mehr Info, das wäre schön. Genau, bisschen mehr Info, einfach, dass man noch sieht andere Farben oder bei Deo andere Geruchsnoten und so weiter, die man dann einfach ja, in dem Flyer findet sozusagen. Das wäre ganz gut. Aber schön zu wissen, ne? Ja. So. Eins ist noch. Und das sieht auch edel aus. Salt of the Earth. Lavendel Vanille, Deodorant. Nein, das ist auch was für dich. Ah ja. Lavendel Vanille, ja. Mhm. Oh, das riecht aber gut. Crystal Spring Deodorant Pure Aura. Kommt vor. Originalgröße 8,50 Euro. Das Pure Aura, woher weiß ich nicht. Das Pure Aura ist wahrscheinlich mit UK ist wahrscheinlich. Ja, ist Großbritannien. Genau. Das Bio-Aura Deodorant ist das erste duftende Deo von Crystal Spring. Hm? Crystal Spring ist schon seit längerer Zeit bekannt für seine natürlichen Deos. Hä? Das ist das erste zum Sprühen wahrscheinlich. Oder das erste duftende Deo. Das erste duftende. Und das, davor haben alle nicht geduftet, oder wie? Das sind die Kristalle. Ach so, okay. Ach, die kenne ich ja. Natürlichen Deos. Das Pure Aura ist selbstverständlich wieder aus 100% natürlichen Zutaten und ohne Aluminium hergestellt. Startet mit dem Duft aus Vanille und Lavendel frisch in den Tag. Weitere Informationen, Crystal Spring, COUK. So, wer macht den Test? Kaputt. Nein. Oh, das reicht, das reicht. Oh ja, riecht gut. Riecht gut. Das ist schön, ne? Oh, jetzt kommt hier raus. For Woman steht hier drauf. Kleiner. Doch nicht für mich. Kann ich waschen gehen?
Was? Oh, das ist schön. Das ist auch hübsch gemacht, ne? Hm? Jo. Ja. Auch eine Kiste für Frauen. Ja, schon eher. Also ich meine, die Zahnbürste war jetzt, weil es ist für beide ist, gleich im Grunde auch. Ja. Aber im Grunde auch. Na ja, man. Ach, schön. Das gleicht dir für beide sozusagen. Ja, liebe Carina, vielen Dank. Ja, also schon für Frauen irgendwo. Also, wenn ich mich jetzt als Mann. Das wäre natürlich auch noch cool, wenn man sich jetzt da anmelden könnte. Sagen kann, für Männer und für Frauen. Ja, genau, mit Rasierschaum drin. Na klar. Aber das kann man hier gar nicht reinpacken. Wenn das eine Frau kriegt, wiederum, die kriegt Rasierschaum. Männer. Okay, die können sich damit die Beine rasieren, aber ansonsten. Oder Aftershave oder so. Wäre eine Idee, da gibt es bestimmt auch mehr. Ja. Oder. Keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Ja. Ja, nichts mehr drin. So viel, ne? Valentinstag kann kommen. Der leider schon vorbei ist. Es gibt doch einen. Ja, nächstes Jahr. Toll. Gut. Ja. Ansonsten finde ich eine ganz nette Idee auf jeden Fall, dass auch das Vegan Box Konzept einfach mal nur auf Kosmetik zu übertragen, wo ich das auch immer schwieriger finde. Da muss man sich ja richtig mit beschäftigen, was da jetzt sozusagen tierleidfrei ist. Also wenn ich jetzt in ein normales Geschäft gehe und ich will mir ein Deo kaufen, was tierleidfrei ist, dann müsste das draufstehen, so wie hier. Na, meistens steht es drauf. Tierbesuch ist frei. Ja, auch. Aber viele Sachen kriegt man ja nicht im Laden, ne? Steht das immer drauf, wirklich? Und hier steht es drauf. Da steht's. Nur ob man das woanders kriegt, ist schon. Es gibt auch einige Firmen, die dafür bekannt sind, dass sie tierbesuchsfrei sind. Und die schreiben das wohl nicht alle auf alle ihre Produkte drauf, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ja? Jedenfalls, es lohnt sich, wenn man das jetzt hier mal, ne? Auf jeden Fall einiges mehr wert als 20 Euro, wenn man es im Laden hat. Ach stimmt, ja, genau. Mhm. Ein bisschen mehr wert, ja. Also 20 Euro ist übrigens inklusive Versandkosten. Ach echt? Guck. Ja. Sonst, ja, wäre es ja ein bisschen. Und eine Box voller Liebe und Schönheit. Voller Stroh. Gut. Gut, dann bis zum nächsten Video. Wo auch immer, wie auch und immer. Und was auch immer. Was auch immer. Ja. Seid gespannt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.